Hey Leute und herzlich willkommen bei Hardware Deals. Heute mit einem kleinen Review zu diesem schönen Teil hier und damit der neuen HyperX Alloy Elite RGB Gaming Tastatur. Der Vorgänger von dem Teil, also die normale Alloy Elite, war ja schon eine richtig beliebte und vor allem durchweg sehr gut bewertete Tastatur. Und ob HyperX mit der RGB-Version da noch einen draufsetzen kann, werden wir uns in diesem Video mal genauer anschauen. Jedenfalls ist HyperX immer einer von den Herstellern gewesen, die sich RGB in der Vergangenheit komplett verweigert haben. Und ich muss sagen, ich finde es ehrlich gesagt ziemlich cool, dass sie das Konzept nochmal überdacht haben, weil gerade bei Peripherie macht RGB in meinen Augen schon extrem viel Sinn, weil man so einfach die Möglichkeit hat, sein Setup farblich komplett abzugleichen. Optisch spielt die Tastatur meiner Meinung nach jedenfalls schon mal ganz oben mit. Man sieht dem Teil einfach sofort an, dass es sich um ein Premium-Produkt handelt. Der Rahmen der Tastatur ist nämlich komplett aus dunklem Stahl gefertigt und die durchgehende Lichtleiste auf der Oberseite verleiht ihr einen ganz eigenen Charakter. Ansonsten ist das Design von der Form her gerade für eine Gaming-Tastatur eigentlich ziemlich schlicht gehalten, was zumindest mir persönlich echt gut gefällt. Und trotzdem findet man beim genauen Hinschauen immer wieder viele coole Details, wie zum Beispiel das schick verarbeitete Seitenprofil von der Tastatur. Und auch die Verarbeitung ist auf sehr hohem Niveau. Man merkt einfach, dass das Teil mit fast 1,5 Kilo Gewicht was richtig solides ist und an dem Teil wackelt oder knarzt einfach rein gar nichts. Die Tastatur ist extrem wertig und falls ihr beim Zocken doch mal irgendwie unerwartet von einem Einbrecher überrascht werden solltet, dann eignet sich das schwere Teil sicher auch gut als Waffe. Also zumindest, falls ihr beim Anblick eurer PUBG oder CSGO Skills nicht sowieso schon die Flucht ergreifen sollte. Die Tastatur bietet ein vollwertiges Layout mit Numblock und auf der rechten Oberseite finden wir zusätzlich mehrere titanfarbene Multimedia-Tasten und was ich mal wieder besonders cool finde, ein stufenloses Rad, um die Lautstärke zu ändern. Links oben gibt es dann noch zwei weitere Funktionstasten für die Beleuchtungsmodi und Helligkeit und außerdem den Schalter für den Game Mode. Der Game Mode ist dazu da, um zum Beispiel die Windows-Taste zu sperren. Die Tasten selbst bzw. Keycaps haben eine schöne weiche Kunststoffbeschichtung und fühlen sich auf jeden Fall angenehm an. Und für diejenigen unter euch, die die Tastatur einfach noch ein bisschen zusätzlich optisch aufpimpen möchten oder Wert auf mehr Grip beim Zocken legen, hat HyperX dann auch noch zusätzliche geriffelte und titanfarbene Keycaps dazugelegt, die man ganz einfach mit der beiliegenden Zange wechseln kann. An Switches stehen übrigens nur hochwertige Original Cherry MX Schalter zur Auswahl, und zwar Reds, Browns und Blues. Blue Switches zeichnen sich dabei durch den typischen Klick aus, Browns hingegen klicken nicht, haben dafür aber ein taktiles Feedback und Red Switches sind aufgrund ihrer leisen, aber linearen Charakteristik auf jeden Fall am schnellsten und daher in meinen Augen auch die beste Wahl für Gamer. Außerdem liefert HyperX eine Handballenauflage aus weichem Plastik dazu, die zwar ihren Zweck erfüllt, in meinen Augen aber durchaus ein bisschen angenehmer sein dürfte. Eine leichte Polsterung oder zumindest Soft-Touch-Oberfläche hätte da in meinen Augen deutlich mehr Sinn gemacht, aber das ist natürlich auch persönlicher Geschmack. Auf der Rückseite finden wir neben dem dick gesleeften Kabel auch noch einen USB-Anschluss, dessen Signal durchgeschleift wird, weshalb wir am Ende des Kabels auch zwei USB-Stecker haben. Hier kann man dann zum Beispiel sein USB-Headset oder seine Maus anschließen oder natürlich auch sein Handy aufladen. Und auf der Unterseite finden wir neben zwei robusten ausklappbaren Füßen, um die Tastatur anzuwinkeln, noch mehrere Gummipads, damit die Tastatur auch bombenfest auf dem Tisch sitzt. Und auch was die Leistung angeht, kann die Alloy Elite natürlich auf ganzer Linie überzeugen. Neben einer 1000 Hz Polrate sind natürlich auch Anti-Ghosting und vollständiges N-Key-Rollover am Start. Das heißt, jede Eingabe wird richtig erfasst und es ist theoretisch sogar möglich, alle Tasten gleichzeitig zu drücken. Und die RGB-Beleuchtung von der Tastatur ist wirklich gut umgesetzt. Die Farben sind schön hell und kräftig und auch bei den Effekten und Profilen ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Ich persönlich finde den langsamen Regenbogeneffekt eigentlich ziemlich cool, aber man kann die Tastatur zum Beispiel auch so einstellen, dass nur WASD leuchten oder das ganze Teil wie die alte Alloy Elite komplett in einer Farbe leuchten lassen. Außerdem gibt es zusätzlich noch die eigene Software von HyperX, mit der wir zum einen eigene Makros erstellen und aufnehmen können, um sie danach auf irgendeiner beliebigen Taste abzuspeichern und zum anderen können wir damit natürlich auch die Beleuchtung steuern. Neben den üblichen RGB-Effekten, also Atmen, Welle, Regenbogen, Explosion und Nachleuchten, kann man außerdem auch noch eigene Effekte einstellen, bei denen man die Beleuchtung von jeder einzelnen Taste separat anpassen und sogar mit Effekten kombinieren kann. Außerdem gibt es noch vorgefertigte Profile für so gut wie jedes aktuelle Spiel und die Software finde ich zur Abwechslung ehrlich gesagt mal richtig gut, weil sie einfach extrem simpel und nutzerfreundlich gestaltet ist, sodass man sich darin direkt zurechtfindet. Das Beste ist aber, dass man die Effekte nicht nur importieren und exportieren, sondern auch direkt auf der Tastatur selbst speichern kann, sodass man auf die Software danach gar nicht mehr angewiesen ist. Hiervon dürfen sich andere Hersteller, und ja, ich rede mit dir Razer, auf jeden Fall gerne mal eine Scheibe abschneiden. Und ich denke, damit habe ich zur Tastatur eigentlich alles gesagt, was gesagt werden muss. Das Teil ist wirklich sehr gut und auf jeden Fall eine der besten Tastaturen da draußen überhaupt.
Bis auf den Preis von aktuell 170 Euro und die Handballenablage habe ich ehrlich gesagt wirklich nichts zu meckern an dem Teil und die Tastatur ist wirklich fast perfekt. Die Verarbeitung und Optik stimmt, das RGB und die Software sind toll umgesetzt und an Funktionen bringt das Teil eigentlich alles mit, was man brauchen kann. Auf der anderen Seite kommt der wohl stärkste Konkurrent der Alloy Elite RGB aus dem eigenen Haus und zwar mit der alten Version ohne RGB. Die kriegt man momentan nämlich schon für ca. 100 Euro und wer auf Makros verzichten und mit roter Beleuchtung leben kann, bekommt mit dem Teil eine der besten Tastaturen überhaupt zu einem richtig guten Preis. Alles in allem gibt es also auf jeden Fall eine Empfehlung von mir und wer bereit ist, entsprechend tief in die Tasche zu greifen, bekommt mit der HyperX Alloy Elite RGB eine extrem geile Tastatur, mit der man auf jeden Fall lange Zeit Spaß haben wird. Und damit soll es jetzt wieder gewesen sein. Ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einen Daumen und ein Abo da. Und ich hoffe natürlich, ich sehe euch im nächsten Video.